Wir stehen hier am Haupteingang der württembergischen Hauptresidenz in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Und eigentlich müssten wir erwarten, dass hier in Stein gemeißelt die Größe der württembergischen Herzöge uns entgegenspringt. Aber nein, dem ist nicht so. Wir haben hier am Haupteingang dieser Residenz vier unglückliche Liebespaare. Das ist absolut ungewöhnlich und, soweit ich weiß, auch einzigartig. Direkt hinter mir sehen Sie Apoll und Daphne. Apoll, der von Eros mit dem Liebespfeil getroffen wurde und der jetzt im Liebesrausch hinter Daphne herrannte, die sich dann nicht mehr anders zu helfen wusste, als von ihrem Vater zu erbitten, dass er sie in einen Lorbeerbaum verwandelt. Und seither war der Lorbeer Apoll heilig. Was Sie sehen, ist eine der ganz wenigen, nie zerstörten, auch in der Inneneinrichtung vollkommen erhaltenen Residenzschlösser in Deutschland. Ludwigsburg ist das Ergebnis eines Bauherrn. Eberhard Ludwig entschloss sich in absolutistischer Selbstüberhöhung 1705 hier auf dem Gelände eines ehemaligen kleinen Jagdschlosses seine neue Residenz bauen zu lassen. 1705 begann man mit der Planung, 1733 war das Schloss im Rohbau, so wie wir es heute sehen, fertig. Allerdings war die Inneneinrichtung noch nicht vollendet. Der Erbauer Eberhard Ludwig hat sein Schloss nie vollständig erlebt. Im Äußeren blieb dann alles erhalten. In der Inneneinrichtung aber fügte jede Generation Neues und Faszinierendes hinzu. Was wir hier sehen, ist ein typisches barockes Schloss mit einer strengen Axialität und mit einer absoluten symmetrischen Grundhaltung. Alles ist gespiegelt und gekrönt von dem neuen Corps de Logis, das aus der Dreiflügelanlage eine hochrepräsentative Vierflügelanlage machte. In 1806 wurde aus den württembergischen Herzögen, die dann drei Jahre lang noch Kurfürsten waren, plötzlich Könige. Könige von Napoleons Gnaden. Ein König musste natürlich mehr Prunk entfalten als ein Herzog. Deshalb wurde die Inneneinrichtung in den Folgejahren umfassend geändert. Wir stehen hier im Marmorsaal, dem großen Festsaal im neuen Corps de Logis. Jetzt hat man alles Rokoko-Gepränge aus den Wänden rausgehauen und hat es mit einer klassizistischen Neugestaltung wieder frisch ummantelt. Was man aber beibehalten hat, war die strenge Symmetrie und die sogenannte Enfilade der barocken Herrschergemächer. Die Enfilade kommt von auf einer Schnur auffädeln. So sind die Räume hintereinander gezogen, dass man vom ersten Vorzimmer bis zum wertvollsten und privaten Kabinett des Herrschers immer einen Blick hat, wenn alle Türen geöffnet sind. Ein neuer König braucht neue Räume. Sie müssen größer, sie müssen luxuriöser sein als die eines Herzogs. Deshalb bestellte Friedrich I. das Beste, was die Pariser Werkstätten zu bieten hatten. Er ließ die Räume seines Prunkappartements luxuriös umgestalten, auch die Räume seiner Frau. Insgesamt waren es 2 Appartements mit 30 Räumen. Und er holte auch das, was er in seinen neu gewonnenen Ländern herausholen konnte. So sind viele Textilien, die wir hier finden, aus ehemaligen mediatisierten Klöstern, die der neu gewonnene König jetzt zu seiner Landmasse zählen durften, hergeholt und hier in Schloss Ludwigsburg verarbeitet. Unter anderem an dem Thronsessel hinter mir.
Das Prunkschlafzimmer Friedrich I. ist normalerweise mit Seidenstoffen verhüllt. Die sind jetzt gerade in der Restaurierung. Aber was dadurch herauskommt, sind die ursprünglichen Wandgestaltungen eines Holzschnitzers namens Pöckel, des unter Eberhard Ludwig, also in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, angefertigt war. Da Ludwigsburg nie zerstört war, haben wir in der Inneneinrichtung ganz verschiedene Zeitstufen erhalten, die wir immer wieder unseren Besuchern neu zeigen können. Das Schicksal hat's ausgesprochen gut mit Schloss Ludwigsburg gemeint. Es wurde nie zerstört, hat den Zweiten Weltkrieg nahezu unbeschadet überstanden und wir haben darüber hinaus noch eine wunderbare Inventarlage, die es uns ermöglicht, alle Möbel, alle Einrichtungsgegenstände genau zu rekonstruieren, wo sie gestanden haben. Und dieses Pfund wollen wir nutzen. Bis 2023 werden die ehemaligen Prunkappartements von König Friedrich und seiner Frau umfassend umgestaltet und originalgetreu wiederhergerichtet. Deshalb stehen wir heute auf einer Baustelle, aber in 3 Jahren wird es umso schöner der Öffentlichkeit wieder zugänglich werden. Schloss Ludwigsburg hat 452 Zimmer. Und anders als in vielen anderen erhaltenen Residenzschlössern sind auch noch die Funktion und die Dienerräume erhalten. Wir befinden uns jetzt hier an einer wenig prunkvollen Stelle. Aber hier saßen die Menschen, die diesen großen Organismus eines Residenzschlosses am Leben erhielten. Die Bediensteten, die Diener, die Mägde, die Köche. In solchen Stuben, schlecht beleuchtet, nur hinter mir sehen Sie ein kleines Fenster, das auch nur auf einen Innenhof geht. Hier warteten Sie, bis Ihre hohe Herrschaften Sie riefen. Und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie hier oben sogar noch die Klingel, mit der Serenissimus Sie dann in die Prunkräume holen konnte. Eberhard Ludwig war Herzog. Aber er wäre so gern Kurfürst geworden. Nur leider reichte weder die wirtschaftliche Kraft, noch die militärische Stärke, noch die Finanzlage dazu, dass er diesen Sprung hätte schaffen können. Aber er wollte der Welt und den anderen Hochadeligen in Europa auf einem Feld zeigen, dass er mithalten konnte. Und das war der Schlossbau und der Prunk einer höfischen Gesellschaft. Aus diesem Grund entstand Ludwigsburg und aus diesem Grund wurde aus der Dreiflügelanlage eines Jagdschlosses die repräsentative Vierflügelanlage einer großen Residenz. Und auch die Residenzstadt hatte ja gleich mitgegründet, und zwar 1718.